Herzlich willkommen auf Burg Sprenkel bei bestem Wetter. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir wollen gerne anfangen. Also, ja. Jessica, kennt Mama eigentlich schon deinen neuen Freund? Nein. Und was ist mit den anderen Frauen von deinem neuen Freund? Glaube nicht. Dann wird das ja heute ein wirklich lustiges Kennenlernen. Da kommen die zukünftigen Schwiegereltern standesgemäß angerauscht. Die Mama wird reingelegt, danke. Der Papa, der gehört zu uns. Herzlich willkommen auf Burg Sprenkel. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag im Namen des Schlossherrn. Willkommen. Danke. Treten Sie bitte ein. Danke. Wenn Sie bitte hier Platz nehmen würden. Danke. Das ist für Sie, ja? Der Schlosser. Hä? Der Schlosser. Langsam wird Anni ungeduldig, denn wenn sie eines überhaupt nicht mag, dann ist es, wenn man sie warten lässt. Können wir jetzt mal langsam die Treppe runterkommen, oder? Es ist unhöflich, die Gäste so lange zu warten zu lassen. James, bringst du sie raus in den Garten? Der Herr ist gleich soweit. Und der Weg in den Garten führt auch ganz zufällig an der Galerie des Hausherrn vorbei. Ja, Anni, richtig gesehen. Dein Töchterlein ist auch dabei. Jessie, dein großer Auftritt. Na, 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 na. Seid ihr auch schon angekommen? Ihr sitzt schon eine halbe Stunde. Warum? Der Schlosser uns noch nicht empfangen kann. Erstmal Bussi, Bussi. Aber schön hier. Schön, wem gehört es? Das gehört ihm. Ja, leck mich. So ein Aschbecher, ist das ein Aschbecher da? Der Eddie raucht gut. Ah, aber Minuspunkt. Deine Schwiegermama ist jetzt sowas von gespannt, genau, dich kennenzulernen. Ja, toi, toi, toi. Toi, 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 ihr Lieben. Wir sehen uns gleich. Hau rein. Der Eddie von Sprenkel. Na, dann wollen wir bei Anni jetzt mal noch mehr Minuspunkte sammeln. Hallo, tut mir leid. Hat ein bisschen gedauert. Telefonieren mit New York, Geschäfte. Das ist okay. Erstmal die Mama. Hallöchen, hallöchen. Hallo. Ich mach mal so, ja? Ja, alles klar. Ich freue mich so sehr, dich kennenzulernen, wirklich. Prima. Eduard? Mein Schätzchen. Die 5 Minuten, ja, das hat sich angefühlt wie ein halbes Jahr. Ob der wer nichts Unanständiges macht, oder? Nein, niemals. Eddie, niemals vor der Ehe. Und nie vor der Ehe, ja, das ist genau, schon mal eines so meiner heiligsten Gebote. So wurde ja. sie erzogen. Genau. Magst du was trinken? Dann rufe ich doch mal hier. Chantal! Champagner! Ach, da ist sie ja. Super. Du klingst ja wie eine Kuh aus den Schweizer Bergen mit den kleinen Glöckchen hier. Jetzt trinken wir mal auf meine neue Superschnitte. So, jetzt trinken wir mal auf meine neue Superschnitte. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Und was machst du sonst noch so? So kann ich mal die Mama kennenlernen? Die Mama geht arbeiten. Was macht die Mama denn vom Beruf? Verkäuferin. Wo denn? Im Obst. Obst und Gemüsemarkt. Obst und Gemüse? Ja, ganz gesund. Naja, ich sag ja immer, der Felipe von Spanien, der hat ja auch eine Bürgerliche geheiratet. Ist nicht immer der Schlechteste. Die Chantal ist schon recht lecker, Hans. Du schaust da immer so rüber. Tja. Ich sehe doch durch. Angenehmes Bild? Ein angenehmes Bild, finde ich auch. Und da kommt Nebenfrau Nummer 2. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, alles klar. Ja, Jeanette ist das übrigens, ja? Meine Sekretärin. Was, Dr. Kimber? Ja? Worum geht's? Ich habe ihn 100 Mal gesagt, ja? Das ist affisch. Ja, aber kannst du dich nicht ein bisschen beruhigen?
Weiß ich noch nicht. Das ist mir einfach, das ist mir jetzt schon hier. Ja, ja, warum denn? Die sind doch lieb. Die machen einfach ihren Job. Ja, die machen ihren Job. Zweimal, die haben zwei Posten. Ja, dann warte doch erst mal, bis du die dritte siehst. Kommt schon wieder so eine billige Muschi. Lass ich alle aushalten von dem arroganten Schnösel da drin. Hallo, Schätzchen. Ich kann's nicht verstehen. Das ist ja am Personal, hat der Eddie, das gibt's ja gar nicht. Ne? Das ist die Masseurin, Monique. Ah, wunderschön. Oh, mach da noch mal so ein bisschen fester. Ja, genau, da unten. Ah, das, ah, das ist ein schöner Punkt. Oh, ganz toll. Was ist mit deinem Papi? Ja, ach, komm her, warum nicht? Monique, mein Schatz, ist nämlich auf Männer spezialisiert. Und natürlich lässt sich Papi massieren. Monique kann das auch wirklich gut. Mach doch nichts, Anni, oder? Ja, ja. Ne, Schatzli, kannst du haben, Mama, oder? Nee, danke. Wieso? Stört dich das jetzt, Schatzmann? Nö. Das ist ja wie neu geboren. Hans, sag mal, bei mir schlägt's auch gleich 12. Oh, mit mir schlägt's aber auch gleich 12, du. Oh, das ist gut, doch. Sag mal, meinst du nicht, es reicht jetzt langsam? Na, Hansi? Gut, ne? Ich sag ja. Kann man nicht mehr gehen. Monique hat Zauberhände. So, jetzt möchte ich es aber wissen. Wie ist denn so dein erster Eindruck von mir? Nee, da brauche ich noch eine Weile, um mir da einen richtigen Eindruck zu verschaffen. Diese Art ist mir einfach zu lieblich. Du, wenn ich Geld habe, ist es schön, aber ich muss nicht die Sau so raushängen lassen. Du weißt ganz genau, dass der Papa und ich ganz normale Leute sind. Ja, und nicht so ein Schlossherrn. Der Papa legt sich doch auch nicht so auf. Ja, der Papa, der lässt sich auch von denen Schlampen massieren. Ha? Dann bist du zu groß. Ich bin nicht böse. Streiche ihm mal im Gesicht, sie sieht das, sie guckt hoch. Ja, wunderbar. Du kannst dich jetzt schon auf das Gesicht von deiner Mutter dazu freuen. Ich komme in die Hölle. Nein, Jessie, mach dir keine Gedanken. Die Mami hat's doch verdient. Also, eins war es. Wenn die Jessie den kriegt, freue ich mich. Das ist richtig gut. Das hat mich schon mehr gewünscht, als war der. Das ist Geschmackssache. Ja, magst du ihn jetzt nicht, oder was? Richtig. Ja, warum? Weil es ein arrogantes ist. Wollt ihr mit reinkommen? Mir ist es hier draußen zu warm. Bis später, ne? Ja, bis gleich. Die Anni ist richtig sauer. Guck dir das mal an, seine ganzen Tussen hängen hier noch. Guck doch mal. Jetzt hat sie die ganzen Bilder entdeckt. Dann arbeitet die Jessie auch irgendwann hier und irgendwas. Das ist das letzte. Also ich bin gespannt. Fußmassage, hast du noch nie Fußmassage geben lassen? Und, wie geht's euch? Und, habt ihr euch ein bisschen umgeschaut? Hä? Hier, meine Galerie von meinen besten Stücken. Herrlich. Dreams of my reality. The only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. Geh mal kurz auf Toilette, ne? Jetzt brauche ich mit dir eine Friedenspfeife. Wirklich. Was ist dann das jetzt? Nimm die Brille ab, ja, damit du mir in die Augen schauen kannst. Ich habe seit 10 Jahren nicht mehr geraucht. Nichtsdestotrotz, Friedenspfeife, Anni und Eddie. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass ich nach Thailand gehe, für ein halbes Jahr. Und wie du weißt, ich liebe deine Tochter und ich möchte, dass die mitkommt. Das habe ich schon ganz vorsichtig, wie es meine Art ist, ja. Habe ich ganz vorsichtig mit Jessie gesprochen, weil sie ist da ganz unentschlossen. Und deswegen spreche ich mit dir. Wenn du sagen würdest, mach das, dann wäre das sofort zack. Was hältst du davon? Ich halte gar nichts davon, aber die Entscheidung liegt bei der Jessica und nicht bei mir.
Tja, ist das dein letztes Wort? Das ist nicht meine Entscheidung. Aber du kannst es doch beeinflussen. Ich meine, du, wenn nicht du, ja? Schön weiterspielen, Mädels, ja? Ich komme gleich zu euch. Ja, finde ich super, dass ihr so viel Spaß habt. Ich könnte mich auch erkenntlich zeigen. Alfons? Alfons? Da geht doch was, oder? Hier, da ist doch... Das sollte doch reichen. Okay, ich gehe rein. Ah, Alfons. Zeig sie bitte. Schön. So, schön. Komm. Ich hab noch mehr. Toll. Das, du kriegst sie alles? Kriegt sie alles. Nee, ich ist mir ganz haben. Egal, sie kriegt es einfach. Weißt du, komm, Alfons. Ich will es nett haben. Heute lassen wir mal 5 Grad sein. Danke, nein. Ganz ja, das finde ich aber dann sehr, sehr unhöflich. Das ist das alles für dich. Pustekuchen, toll. Zack. Ja, ich will euch nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, was machen wir dann? Echtes Geld, toll. Echtes Angebot, echter Alfons. Dafür soll ich mein Kind verkaufen. Das hat doch nichts mit Verkaufen zu tun. Im Leben nicht, im Leben. Verscheißert werden immer nur Leute, die es verdient haben. Das stimmt. Das stimmt. Hab ich vielleicht, das stimmt. Ja, dann erzähl doch mal. Nee. Da gibt es viele Dinge, aber die möchte ich jetzt nicht erzählen. Mhm. Tja, wenn du das nicht machst, macht das ja jemand anderes für dich. Was denn kommt? Er, sie, ist, keine Ahnung. Ich hätte ja auch Pflaumenkuchen anbieten können, ne? Nee. Pflaumenkuchen nicht? Kein Pflaumenkuchen? Im Leben nicht. Nicht? Dann dreh dich mal um. Wir wissen die Geschichten doch eh alle, Anni. Nee, oder? Verdammt, Scheiße. Liebe Anni, herzlich willkommen in der Comedy-Falle. Mensch.